Mikrofon an Herrn Schröter zu geben. An Herrn Schröter zu geben, unseren Zuckreisten Garmischer, der aber hier heimisch ist, auch familiär, seit vielen Jahren sehr heimisch ist, den ich aus der Zusammenarbeit in der Bundestagsfraktion, in der Europapolitik gut kenne. Ohne Referenten sind ja die Abgeordneten schwer in der Lage, sofort auf den Kern eines Problems zu stoßen. Ohne die ging es nicht. Aber ich weiß schon aus der damaligen Zeit, wie sehr sein Herz für Garmisch-Partenkirchen schlägt. Und ich freue mich, dass Sie, lieber Herr Schröter, auch 2014 sich hier dem Wettbewerb stellen, aber jetzt schon sehr früh das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen, als jemand, der sich für das Bürgermeisteramt in Garmisch-Partenkirchen bewerben wird. Und deshalb erlauben Sie mir, dass ich das Mikrofon einfach so weiterreiche und bedanke mich, dass ich Ihnen so einige paar Punkte vortragen durfte hier am Tag des Kandahar-Rennens, wo es um sportlichen Wettbewerb geht, auch einen Beitrag zum politischen Wettbewerb leisten konnte. Vielen Dank. Sehr verehrte Frau Bundesjustizministerin, sehr geehrter Herr Breil, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst einmal, Frau Bundesjustizministerin, vielen Dank für Ihre freundlichen Worte und vor allen Dingen vielen Dank für Ihre engagierte Rede, für Ihr Plädoyer und vor allen Dingen auch vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Denn es ist, glaube ich, nicht alltäglich, nicht allmonatlich, dass ein Mitglied der Bundesregierung hier zu uns nach Garmisch-Partenkirchen kommt, um zu uns zu sprechen und mit uns zu diskutieren. Ich freue mich wirklich, dass heute das Kandahar-Rennen stattfinden konnte. Und als ich heute Morgen aus dem Fenster schaute, dachte ich, oh mei, das sieht ja düster aus. Und in diesem Zusammenhang möchte ich ganz, ganz herzlich an allererster Stelle den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bayerischen Zugspitzbahn und den vielen freiwilligen Helfern danken, die trotz der Wetterkapriolen, Schnee, Tauwetter, Bewölkung, dies alles möglich gemacht haben und die Pisten so fantastisch präpariert haben. Ein herzliches Dankeschön. Sie erleben heute Garmisch-Partenkirchen von seiner Schokoladenseite. Und wenn wir das Wetter vom Donnerstag noch hätten, dann hätten wir sogar ein Wintermärchen. Das ist zweimal im Jahr so der Fall, und zwar beim Neujahrsspringen und beim Skiweltcup. Daraufhin sind wir stolz. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass es einen Streit gibt mit dem DSV. Und ich freue mich auch über den Mut der Bayerischen Zugspitzbahn, mal deutlich gemacht zu haben an die Herren und Damen Funktionäre, Spitzenfunktionäre des reichen DSV, dass sie nach den vielen Investitionen, die wir hier geleistet haben und leisten, den Gulliberg und die Kandahar nicht ganz gratis bekommen können. Ich finde, hier müssen wir unsere Trümpfe fair ausspielen, wir müssen um Geld verhandeln und wir müssen auch sagen, es ist eben nicht alles gratis und hier in der Gemeinde stehen wir in dieser Frage, denke ich, zusammen. Im Alltag haben wir allerdings, abgesehen von der Schokoladenseite, heute viele schwerwiegende kommunalpolitische Probleme, die seit Jahren ungelöst sind. Ich denke, wir brauchen einen Wechsel im Rathaus und deshalb trete ich an. Ich freue mich, dass mir so viele Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld Zuspruch gegeben haben und ich bin auch sehr erfreut, dass ich einstimmig nominiert worden bin. Bis heute hat die Marktgemeinde keinen Haushalt für das Jahr 2012. Das ist hier leider nichts Ungewöhnliches, sondern es passiert immer wieder. Wir hatten weder Wahlen, noch haben wir eine Krise, sondern wir haben schlicht und einfach schlechte politische Arbeit im Rathaus.
Es gehört sich einfach, nach meiner Auffassung, dass der Haushalt im Herbst aufgestellt wird und dann vom Gemeinderat beraten wird und dass am 1. Januar der Haushalt in Kraft tritt, sodass jede Bürgerin und jeder Bürger weiß, wo wir stehen und was wir vorhaben. Das ist meines Erachtens eine Frage der politischen Kultur. Und nach den Kommunalwahlen wird sich das ändern. Sie kennen alle das Drama um unsere Skisprungschanze in Partenkirchen. Es ist natürlich wunderbar, dass wir diese neue Skisprungschanze haben. Ich will jetzt nicht kritisieren, das ist schon getan worden, dass sich die Kosten für die Skisprungschanze gegenüber dem Haushaltsansatz fast verdoppelt haben. Ich will jetzt auch nicht kritisieren, dass sich unser Bürgermeister Thomas Schmidt mit Hilfe des CSD und der Freien Wähler für diese Kostensteigerung quasi einen Persilschein ausgestellt hat. Das haben Sie, Herr Landrat Kühn, ja bereits getan. Ich will auch nicht kritisieren, dass die Skisprungschanze nach Expertenmeinung, ich bin da ganz vorsichtig, erhebliche Baumängel aufweist. Diese Diskussion können Sie im Tagblatt verfolgen. Ich kritisiere, dass die Schanze die Marktgemeinde jährlich über 100.000 Euro kostet, ohne dass der Haushalt auch nur einen Euro aus der Schanze einnimmt. Und das, obwohl die Schanze bereits seit 2007 steht. Ich kritisiere auch, dass die Schanze in einem Skistadion steht, das seit 1936, ich glaube, nicht einmal renoviert worden ist. Wir haben also eine moderne Skischanze in einem Skistadion, das bald die Bauqualität der Werdenfelser Burgruine erreicht. Was wir brauchen, und zwar dringend brauchen, ist ein Konzept, wie wir die Schanze vermarkten. Wie wir aus der Schanze, aus diesen 100.000 Euro Miese, die wir jährlich reinschießen müssen, einen Ertrag herausziehen. Das ist wichtig. Und ich bin der Auffassung, dass das Chefsache ist und nicht Sache des dritten Bürgermeisters. Und auch das möchte ich nach den Kommunalwahlen ändern. Und ich möchte, dass das Geld, das wir dann aus der Schanze ziehen, hier in die Familienpolitik und in die Jugendförderung gesteckt wird. Noch ein Wort zu Partenkirchen. Vor 8 Jahren wurde der Winterbetrieb auf dem Wank aus Kostengründen, so hieß es und so heißt es, eingestellt. Ich frage mich, ist diese Entscheidung eigentlich in Stein gemeißelt oder sollten wir nicht nochmal neu nachdenken? Ich finde, wir sollten hier ein offenes Gespräch führen und wir sollten auch die Zahlen auf den Tisch legen und neu nachdenken. Ich meine, das Skifahren entwickelt sich doch weiter. Wir dürfen nicht nur an Abfahrtslauf denken, sondern wir müssen auch an Schneeschuhgeher denken. Wir müssen an Skitourengänger denken, die sich jetzt da so an den Abfahrern den Hausberg hochquälen. Wir müssen auch an Skilanglauf denken. Und wenn ich mich recht erinnere, dann ist der Wank doch oben auf der Nordseite ein leicht geneigtes Plateau, den Skifahrern unter uns sage ich blaue Piste. Und ich denke, dieses Plateau ist schneesicher, es ist sicher vor Föhneinbrüchen. Und ich denke, hier sollte man doch mal überlegen, ob wir nicht dort oben beispielsweise Loipen hinbringen und ob wir den Wank, unseren Sonnenberg in Partenkirchen, nicht auch für den Winterbetrieb wieder öffnen können. Bitte neu nachdenken. Wir hatten 2011 mit der Ski-WM einen großen Erfolg gefeiert. Das hat unserem Ort enorme Publicity gebracht. Genauso wie die Weltcuprennen, die international ausgestrahlt werden, und zwar live. Aber wissen Sie, wie viel Geld uns die Ski-WM gekostet hat? Ich weiß es auch nicht. Dennoch müssen wir Rechenschaft ablegen, denn wir haben mit Zuschüssen in Millionenhöhe von Seiten des Freistaats und von Seiten des
Bundes gearbeitet. Herr Bürgermeister Schmidt, wo sind die Zahlen? Sie gehören in den Haushalt. Und wenn dann im Rathaus darüber nachgedacht wird, die Grundsteuer marginal zu senken, in so einer Situation, wo wir Löcher im Haushalt haben, beziehungsweise wo wir nicht wissen, wo es hingeht, dann sage ich einfach, es ist zu früh, über Grundsteuersenkungen nachzudenken. Man kann die Steuern erst senken, wenn der Haushalt konsolidiert ist. Die ganze Diskussion um die Ski-WM, die ganze Diskussion um die Sprungschanze zeigt, dass wir leider keine gute politische Kultur in der Marktgemeinde haben. Wir sind gespalten. Ich meine, bei Abstimmung im Gemeinderat 14-16, bei einem Mitgliederentscheid über die Olympischen Winterspiele 60-40, zeigt doch, dass wir hier polarisieren. Für mich steckt im Wort Gemeinde zuerst Gemeinschaft. Das heißt, wir müssen miteinander entscheiden. Der Bürgermeister muss zuallererst moderieren. Dann muss er Meinungen zusammenführen. Und dann muss er gemeinsam mit den Bürgern die Entscheidung treffen. Nur so kommen wir voran. Alles andere ist Flickschusterei. Und ich trete an, damit sich diese politische Kultur im Ort verbessert. Damit wir wieder mehr zusammen machen. Als Vater weiß ich nur zu gut, dass Garmisch-Partenkirchen viel zu wenig für Kinder, Jugendliche und junge Familien